Die Champions League startet in eine neue Saison. Die österreichischen Bundesligisten hadern mit den neuen Coronavirus-Maßnahmen. Und Dennis Novak startet heute ins zweite ATP-Turnier in Köln. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Heute um 18.55 Uhr ist es soweit. Die UEFA Champions League startet in eine neue Saison. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat sich der Auftakt um einen Monat verschoben. Das bedeutet für alle Fußballfans, dass der Fußballkalender bis Weihnachten mit Topspielen voll ist. Der erste Kracher der Königsklasse geht heute um 21 Uhr in Paris über die Bühne. Dabei trifft der Champions League-Finalist von voriger Saison Paris Saint-Germain auf Manchester United. Die Ergebnisse des heutigen Abends erfahren Sie wie gewohnt auf krone.at. Morgen Abend startet unser Serienmeister Red Bull Salzburg in die Königsklasse. Die Bullen empfangen dabei Lok Moskau. Die Generalprobe am Wochenende im Cup ist den Bullen mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den SKN St. Pölten gelungen. Damit sind die Bullen perfekt für die neue Champions-League-Saison vorbereitet. Die gestern verkündeten Maßnahmen der Bundesregierung sorgen bei den Bundesliga-Clubs für Entsetzen. Laut den neuen Beschränkungen dürfen nur noch 1.500 Zuschauer statt wie geplant 3.000 Zuschauer ins Stadion. Die Maskenpflicht gilt für die gesamte Dauer der Veranstaltung, auch keine Bewirtung darf es geben. Dass die Bundesregierung weiterhin mit absoluten Zahlen agiert und die Stadiengrößen nicht beachtet, führt zu Verärgernis. Aus Sicht der Bundesliga und ihrer Clubs wäre eine Zuschauerzahl angepasst an die jeweilige Stadionkapazität die zielführende Lösung, so Bundesliga-Vorstand Ebenbauer. Die Bundesliga will die Auswirkungen der Maßnahmen bei einer einberufenen Clubkonferenz am Mittwoch diskutieren. Eines ist jedenfalls klar, Österreichs Fußball-Bundesliga könnten die neuen Besucher- und Gastronomieregelungen monatelang schaden. Gestern gab es kurz nach dem Ende der Transferzeit überraschende Neuigkeiten von der Wiener Austria. Nachdem Christoph Schösswendner bei der Admira aussortiert wurde, war er 2 Wochen lang vereinslos. Nun unterzeichnet der ehemalige Admiraner einen Vertrag bis Saisonende bei den Violetten. Peter Stöger freut sich, den 32-Jährigen verpflichten zu können. Wir sind gerade auf der Innenverteidigerposition in den beiden Profiteams sehr dünn besetzt. Deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, mit Christoph einen sehr routinierten Mann an Bord zu holen, so der Trainer der Violetten. Brisant ist der Wechsel vor allem auch aufgrund der Rapid-Vergangenheit von Schösswendner. Er freut sich in jedem Fall auf seine neue Aufgabe in Favoriten. Gestern besiegt Steve Johnson den Kroaten Marin Cilic bei den Bet1 Hulks Championships in 2 Sätzen mit 7:6 und 6:4. Johnson reicht dabei ein einziges Break in der gesamten Partie zum Weiterkommen. Damit steht der Amerikaner im Achtelfinale. Heute startet auch unser Dennis Novak in das zweite ATP-Turnier in Köln. Bei den Bet1 Hulks Championships hat er sich erneut für das Hauptfeld qualifiziert. Sein erster Gegner ist der Serbe Danilo Petrovic. Bei einem Weiterkommen wartet im Achtelfinale der Argentinier Diego Schwartzmann. Auf krone.at sind Sie heute Abend im Livestream beim Spiel aus Köln mit dabei. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstag und bis morgen im KRONE.at Sportstudio.